Zeitfunkgerät. Ich bin schließlich Funker. Dann verkriech dich in irgendeine Ecke und benutzt dein ZFG, um die Sonde durch das Gebäude zu steuern. Danach kannst du von mir aus dein Päuschen machen. Okay. Plasmabohrer nehmen. Und dann ist hier irgendwo auch noch eine Sonde drin. Erzählen Sie mir nichts. Für sowas sind Sie doch viel zu schwach. Das weiß ich selbst. Deswegen habe ich es auch gar nicht erst versucht. Okay. Es gab nur noch eine Tür in das Bibliotheksgebäude. Ich hoffe, sie war verschüttet. Ja, das war sie. Aber wieso hoffst du das? Ach, kommen Sie schon. Sie haben doch damit angefangen, die Welt kaputt zu reden. Ich wäre enttäuscht, wenn mal etwas funktioniert hätte. Oh, ist das fies. Der ist echt fies zu ihr, Faderband. Oh je. Ich hoffe, das klappt. Hey, es hat funktioniert. Du hast ein Loch in einen Haufen Schutt gebohrt. Bravo. Und ich finde, es ist richtig gut geworden. Weitermachen. Klasse, der lässt dir wirklich keinen Ruhm, der Salvador, der Fay. Verdammt! Du hast sie doch nicht fallen lassen. Nein, alles in Ordnung. Ich muss das Schaltpult auf dem ZFG benutzen, um die Sonde anzusteuern. Nigel? Salvador! Ich habe Nigel gesehen! Hinter der Wand! Er lebt! Das war bloß ein Hirngespinst. Aber er... Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Wir müssen ihm helfen! Du hast deine Arbeit erledigt. Geh deine verdammte Pause machen! Er lebt und ich werde ihn finden. Das war ein Befehl, Funker. Deine Befehle sind hier wertlos. Geh schlafen. Oh mein Gott, aber da hat Fay recht. Seine Befehle sind hier wertlos, weil sie sind hier in der Vergangenheit. Da hat niemand mehr rein recht. Außerdem sind hier fast... alle tot. So, Delvin ist gerade am Schuften. Mal schauen, ob der mir helfen kann oder ob der mir überhaupt glaubt. Delvin, ansprechen. Ich brauche deine Hilfe. Gut, was können wir denn? Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Nigel lebt. Wird es jemals wieder so werden wie früher? Danke. Ich mach dann mal weiter. Okay. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow, 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 wow! Das ist gefährlich! Das ganze Gebäude könnte einstürzen. Ich pass schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen? Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Du brauchst sie, damit das Licht blau bleibt? Ja, genau. Du hast es verstanden. Nigel lebt noch. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe ihn gesehen. Wir müssen sofort zu ihm und Salvador, er will nicht helfen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Du willst mir also auch nicht glauben? Du solltest dich ausruhen. Danke, ich komm schon klar. Also gut, sprechen wir nochmal. Okay, die letzten zwei. Wird das jemals wieder so werden wie früher? Wie meinst du das? Vor einer Woche saßen wir zu dieser Zeit zusammen und haben uns Geschichten erzählt. Seitdem gibt es nichts anderes mehr als diese Mission. Das ist so... so... ungerecht? Ja. Warum brauchst du die Membran nochmal? Du hast es wohl doch nicht so ganz verstanden, hm? Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Das Licht muss also blau bleiben. Okay. Danke, ich mach dann mal weiter. Bis nachher. Wir brauchen irgendwas, damit das Licht hier von dem Laser blau bleibt. Sonst, schmolzen da alles zusammen.
Gut, haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Hier haben wir eigentlich schon alles abgesucht. Ach, die Schlafsäcke, das habe ich noch gar nicht gesehen. Die Schlafsäcke kann man ja auch an tippen, an irgendwas durchsuchen. Oh, nee. Hoffentlich zerdrücke ich die nicht, wenn ich schlafe. Ich könnte abhauen und mich weit weglegen, wo mich niemand findet. Aber ich will nicht, dass Delvin sich Sorgen macht. Delvin. Salvador war richtig froh, als wir die endlich ausgerollt hatten. Er meinte, auf die Art lassen sich wenigstens wichtige Dinge sicher stapeln. Okay. Salvador hat seinen Schlafsack gar nicht erst ausgepackt. Klasse. Der will nie schlafen. Eine Batterie. Das hätte sicher wehgetan, wenn Delvin sich da draufgelegt hätte. Ich nehme sie da besser raus. Okay, wir haben eine Batterie gefunden. Kann man sonst noch was mit den Schlafsack? Das wäre gemein. Er will sich bestimmt auch bald ausruhen. Okay, sonst können wir hier kaum noch was machen. La... Global. Ja, Global. Jetzt wollte ich schon Labolk. Labolk. Okay, Global. L, B, O, G, L. Ansehen. Der sieht noch schlimmer aus als der Rest. Ich hoffe, das ist kein böses Zeichen. Oh, ich glaube, er hat sich bewegt. Mann, jetzt lass dich doch nicht von einem einzelnen Buchstaben verunsichern. Ja, stimmt aber. Dieses rote Glas ist viel zu dick. Die Konstruktion viel zu wackelig. Entweder breche ich mir die Hand oder Salvador kommt nicht mehr zurück. Ach nein, das wäre beides nicht nett. Wäre er nicht kaputt, könnte ich nicht rüberklettern. Hast auch recht. Kann man vielleicht irgendwas... Plasma-Bohrer? Ein multifunktionaler Bohrer. Er besitzt eine Bohr- und Schneidefunktion. Und sein Filter ist austauschbar. Okay, was für ein Filter hat er denn drin? Ich nehme mal den Filter heraus. Einen blauen. Okay, aber damit könnten wir eigentlich den Laser blau halten. Können wir vielleicht das Ding hier... Dafür ist das Glas zu dick. Verdammt. Ja, okay, nein. Mal sehen. So, ein kleines rundes Stück Glas und leuchtend rot. Das klappt ja immer besser mit dem Bohrer. Das könnten wir doch jetzt austauschen. Ich tausche den Blaufilter durch die rote Scherbe aus. Bin ja mal gespannt, ob das funktioniert. Okay, dann könnten wir jetzt den Blaufilter eigentlich Delvin geben. Dann kriegen wir die Membran. Kann dieser Blaufilter die Kondensatormembran ersetzen? Darf ich mal sehen? Das ist etwas, simpel, aber könnte vielleicht klappen. Ich bin schlau. Nein, ich habe das Spiel bis zweimal durchgespielt. Fantastisch! Es funktioniert wirklich. Hier, ich denke, du kannst die Membran haben. Aber sei vorsichtig damit. Das ist ja nur ein Netz. Ja. Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Ich habe eben im Lager eine Batterie gefunden. Dann hast du alles, was du brauchst. Okay, danke. Okay, haben wir alles, was wir brauchen. Rein damit. Jetzt liegt die Batterie im Netz. So, jetzt sollte der Bohrer genügend Power haben. Okay. Oh mein Gott, ich bin schon gespannt, ob das funktioniert, aber ich weiß es ja, ich will euch jetzt bloß nicht den Spaß verderben. Also weiß ich sozusagen eigentlich nicht. Und funzt es? Diesmal musste es klappen. Ich hatte das Netz mit der Batterie und ich hatte das Filtermodul mit dem roten Glas. Und eine blühende Fantasie. Ich weiß nicht, wo Sie dieses Wissen über Laser herhaben, aber rote Laser sind energieärmer als blaue. Und wie dieses Membrannetz von Ihnen funktionieren soll, ist mir ebenso ein Rätsel. Ich habe so viel riskiert, um heute hier zu sein. Und du glaubst, ich würde mir das alles bloß ausdenken? Bist du wahnsinnig?
Wir sitzen in einer Ruine und du schießt Wände ein. Die Tür ist jetzt auf. Warte mal. Wie hast du das gemacht? Ich habe die Energiezufuhr konzentriert und die Farbfrequenz mit einem improvisierten Modulator manipuliert. Interessant. Das ist sogar sehr interessant. Komm mal her. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich will dir nur etwas zeigen. Also komm her. Hey, was soll das? Ich brauch den Bohrer noch. Das ist, damit du da unten das Fundament nicht einreißt. Die Membran kannst du behalten. Und jetzt geh mir aus den Augen.